So, meine Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Nun auch Ende. Beziehungsweise. Ich kann die Tür nicht öffnen. Also. Hier ist Ende Gelände, ne? Die Porträtpasswörter. Wo ist denn Fred und George? Haben wir irgendwie die Option rauszu... Also. Wo ist denn das? Ja, und wo sind denn die? Wo war das? Keine Ahnung. Siebter Stock? Hey, Harry, hier drüben. Hey, Potter, bist du interessiert an Sammelkarten? Das kaufe ich. Tschüss, Harry. So. Na, guck mal hier. Naja. Wir müssen bestimmt bei Fred und George im Laden ein Passwort kaufen, um zu sehen, was hinter diesem Porträt steckt. Jupp. Nur die Frage ist, wo ist das? Ich hab nicht aufgepasst. Na cool, man kann hier rein. Das ist die Tür zur Draconiforce Lapiforce Aufgabe. Was meinst du, Hermine? Willst du es noch einmal probieren? Ach so, die sind zwar einzeln auffindbar, aber trotzdem dann zusammen irgendwo noch, naja, zusammen halt. Hier waren wir noch gar nie. Also. Na cool. Na toll. Zu viel Birdiebots Bonus ist auch nicht gut, wie man hier sieht, ne? Nein, es wird immer größer hier. Wir dürfen nicht rein, aber es ist ja nicht die verbotene Abteilung. Hier ist noch eine Aufgabe, wie ich das sehe. Hier ist das Buch der Monster gewesen, ne? Und hier ist dann nochmal eine Aufgabe. Ich hoffe, du hast gelernt, Ron. Angeblich soll Professor Lupins Prüfung wirklich schwer sein. Jojo, du. Okay, dann nehmen wir mal einen Gang zurück, schrauben das alles auf und... Was ist denn das hier? Professor Slaughter Aragorn. Aragorn? Na also, da wären wir. Nein. Für die Abschlussprüfung, Ron? Sehe ich nicht ein wenig fiebrig aus? Netter Versuch, Ron. Harry und ich treffen dich danach deinen Prüfungen draußen im Hof. Tschüss, nett euch gekannt zu haben. Ah, da bist du ja, Ron. Bereit für deine Abschlussprüfung? Naja, eigentlich. Dann los, beginnen wir. Aber ich wollte doch noch suchen und... Ach, Mann, ey. Ich wollte die Passwörter und ich so, ne? Ich muss dich warnen, Ron. Diese Prüfung ist ziemlich schwierig und auch nicht ungefährlich. Gefährlich? Um die Bestnote zu erhalten, musst du alle 5 Aufgabenschilde sammeln. Auf geht's, Ron. Viel Glück. Junge, ich hab nicht so viel Zeit. Oh, Maus, hallo? Capere Tractum. Ja gut. Das kriegen wir hin, hm?
Oh nee, scheiß, die wandern hier. Da will er nach vorne gehen. Capo del Tratto. Ah. Das geht nur nach oben. Ach du meine Güte. Capo del Tratto. Geht nur auf eine Seite, nehme ich mal an. Komm jetzt, komm. Also, für eine Schulaufgabe ist es offenbar, ja, also ich denke mal, das sollte so an Schule nicht wirklich geübt werden. Was haben wir hier? Ne. Wahrscheinlich hier noch ziehen. Und dann können wir da rein. So. Und speichern und rein. Rein ist die gute Sache. So. Okay, einfach zweimal draufhauen. Cool. Warum nicht? Hallo, Honora. So, und dann noch hier unten. Hallo, Honora. Heilige Scheiße, wie viele Bohnen gibt's überhaupt immer wieder? Na gut. Dass das eine Schulaufgabe ist. Also, aber keine. Okay, da kommen wir dann später noch hin. So, und jetzt wieder raus. Boah. Scheiße. Capo del Tractum.
Zum Glück haben wir zusammen so viel. Nein! Capo de Tractum. Hier rein. Zum Glück haben wir so viel Glück hier aber auch. Weißt du, dann habe ich es 10.000 Mal richtig gut gemacht. Und dann einmal verkacke ich es. Ne, wir müssen hier durch. Jetzt egal. Kriegen wir irgendwelche Spezialaufgaben oder so? Denn das Spiel ist wirklich nicht gerade einfach, muss ich gestehen. Einfach immer in Bewegung bleiben, heißt es hier. So, nochmal eine Runde, ne? Guck mal hier. Ich hoffe nicht, dass das so lange geht hier. Das wäre nicht gerade vorteilshaft. So. Oh, guck mal, nochmal eins. Haben wir schon drei? Eigentlich wollte ich ja nur noch den Raum von Fred and George, beziehungsweise den Laden von Fred and George finden. Aber die haben das irgendwie so versteckt, dass man das nicht findet, ne? So. Okay, das ist gut. Ja, müssen eigentlich die Bohnen sein, die hier gelagert werden. Oh, shit. Dahin müssen wir, ne? Das ist nur jede Runde, nicht jede halbe Runde. Ach, du Schande nochmals. Ja, toll, jetzt bin ich zu weit gerannt. Oh. Ich frage mich, was da los ist. Impulso! Capo de Tractum! Oder... Ah, war das hinten ein Spezialdingens? Ich depp. Capo de Tractum! Okay. Hallo, Homora. Oh. So. Elasto. Hoppala. Hallo? Ja.
Richtung. Da oben ist es offen. Ich glaube, eine haben wir vergessen. Und ich weiß schon wo. Fantastisch, Ron. Eine Bestnote. Du hast wahrlich den Carpe-Retractum-Zauber gemeistert. Danke, Professor Lupin. 100? Wir haben alle? Waren wir wirklich 1, 2, 3, 5? Das lässt sich ja mal sehen. Ich hoffe, du hast deine Abschlussprüfung gut vorbereitet. Keine Frage, Professor McGonagall. Dank des Zeitumkehrers, den ich von Ihnen bekommen habe. Diese Übung könnte etwas herausfordernder sein als die bisherigen. Sammle alle 5 Aufgabenschilde, um deine Prüfung mit Bestnote abzuschließen. Fang an. Jo, das werden wir offenbar nicht mal in dieser Runde tun. Love you, Paul. Na toll, der zaubert schon los. Denn wir sehen uns in der nächsten Runde, wenn wir hier mit Hermine loslegen und wie auch immer das zustande geht. Wir sehen uns, bis dann, haut rein, tschüss und ciao.